Ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, in der der Wert von sozialen Normen wieder mindestens als gleichwertig betrachtet wird wie der Wert von Marktnormen. Das heißt, dass wir nicht in die schizophrene Situation kommen, dass mir ein erfolgreicher Banker, der den ganzen Tag nach Marktnormen funktioniert, wenn er mit 55 Jahren ausgebrannt aufhört, sagt, endlich leben. Sondern ich möchte, dass wir Sozialnormen stärker in der Wirtschaft verankern, dass wir tatsächlich Ordnungspolitik betreiben. Das Zweite, was wir langfristig machen müssen, ist die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Nicht, weil jeder Mensch dann kreativ wird. Aber das Spannende am Grundeinkommen ist, dass wir im Zeitalter der Digitalisierung in eine neue Phase der Menschheit einkommen, in der es sehr wenig Arbeit nur noch geben wird. Und zwar nicht nur die unteren Arbeiten verschwinden, sondern auch die ganzen unteren und mittleren Dienstleistungsberufe verschwinden. Und da kommen wir in eine ganz spannende gesellschaftliche Situation rein. Was machen wir eigentlich, wenn es für 10, 20 Millionen Menschen auf diesem Arbeitsmarkt in 20, 30 Jahren nichts mehr zu tun gibt? Die müssen Aufgabenfelder für sich finden, die 100% anerkannt sind, ungeachtet der Frage, wie viel man damit verdient. Das heißt, wir werden eine ganz neue Gesellschaft basteln. Und diese Gesellschaft, von der ich jetzt rede, die hat was mit dem zu tun, was als Marx und Engels das allererste Mal den Begriff Kommunismus definiert haben. Da dachten sie nicht an Ungarn, ja, und da dachten sie nicht an Stalin und so weiter, das wären ihre kühnsten Albträume gewesen, sondern sagten sie sich, eine kommunistische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der ich morgens fischen, mittags Schafe hüten und abends Bücher kritisieren kann, ohne doch je Fischer, Hirte oder Kritiker werden zu müssen.